Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich diesen super leckeren Kuchen, einen No-Bake-Kuchen. Der ist mit Löffelbiskuit und Mascarpone gemacht, also so eine Art Tiramisu. Der schmeckt aber genau wie Spaghetti-Eis. Super lecker. Viel Spaß beim Video. Der Kuchen ist ruckzuck gemacht und ich fange jetzt als erstes damit an, die Sahne steif zu schlagen. Ich habe hier 400 ml Sahne. Die Sahne soll schön kalt sein. Und dazu gebe ich 2 Päckchen Vanillezucker. Und während ich die Sahne steif schlage, lasse ich 2 Päckchen Sahne steif damit reinrieseln. So, die Sahne ist jetzt schön steif und die kommt jetzt erstmal für kurze Zeit in den Kühlschrank. So, als nächstes nehme ich 500 Gramm Magerquark und 500 Gramm Mascarpone, das sind 2 Packungen. Dann habe ich hier 140 Gramm Zucker, einen Esslöffel Zitronensaft. So, das werde ich jetzt alles cremig rühren, so lange bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und während ich das rühre, kommen nochmal 2 Päckchen Sahne steif dazu. So, das hat sich alles gut verbunden, der Zucker hat sich aufgelöst. Und da werde ich jetzt die steif geschlagene Sahne zutun und alles gut unterheben. Die leckere Mascarpone-Creme ist jetzt fertig. So, ich habe hier jetzt so eine Auflaufform. Und da werde ich jetzt die Löffelbiskuits reintun und die werde ich in Milch tränken. Deswegen nehme ich jetzt eine Schale und tue da so ein bisschen Milch rein. Ich denke mal so, erstmal so 150 ml. Gucken wir mal, wenn es nicht reicht, kann man ja immer noch ein bisschen nehmen. So, hier habe ich die Löffelbiskuits. Ich benutze die ohne Zucker. Ihr könnt aber auch die mit Zucker nehmen, spielt überhaupt keine Rolle. Die tunke ich jetzt einmal in die Milch von beiden Seiten und dann werden die in der Form, verteile ich sie in der Form. Auf die Löffelbiskuits kommt jetzt die leckere Mascarpone-Creme. Die Hälfte der Creme habe ich jetzt auf den Löffelbiskuits verteilt und jetzt mache ich eine weitere Schicht mit Löffelbiskuit. Und hier kommt jetzt die restliche Mascarpone-Creme drauf. Das ist jetzt erstmal soweit fertig und kann in den Kühlschrank und zwar für eine halbe Stunde oder so, mindestens erstmal. Und in der Zeit kümmere ich mich um das Erdbeertopping. Hier sind 700 Gramm tiefgekühlte Erdbeeren. Selbstverständlich kann man natürlich auch frische benutzen. Ich hatte allerdings diese noch in der Tiefkultur, deswegen wollte ich die verwenden. Also 700 Gramm Erdbeeren, die werde ich jetzt pürieren. Ich habe die ein bisschen antauen lassen, damit das nicht zu schwer wird. Hier habe ich 80 Gramm Zucker und das wird jetzt alles gut püriert. Die pürierten Erdbeeren werde ich jetzt bei geringer Hitze aufkochen. Während die Erdbeeren aufkochen, nehme ich ein Päckchen Vanillepuddingpulver und ungefähr 70-75 ml Wasser. Das rühre ich jetzt glatt.
Zu den kochenden Erdbeeren kommt jetzt der Vanillepudding. Ich lasse das jetzt mindestens 2 Minuten ein bisschen aufkochen. So, das Erdbeertopping ist fertig und kommt gleich auf den Kuchen, ist aber momentan noch zu heiß. Deswegen habe ich es erstmal umgefüllt, damit es schneller abkühlt. Und ich lasse das jetzt hier so stehen und rühre es ab und an mal um, damit sich keine Haut bildet. Und dann kommt es auf den Kuchen drauf. Das kommt jetzt wieder in den Kühlschrank, mindestens für 3 Stunden, besser aber noch über Nacht, und dann können wir es anschneiden. So, der leckere Kuchen war jetzt über Nacht im Kühlschrank. Und jetzt gucke ich mal, wie der ausschaut. Gut. Ich werde jetzt ein Stück anschneiden und zeigen, wie der von innen aussieht. Dieser Kuchen ist wirklich total lecker und richtig schön erfrischend in diesen warmen Sommertagen. Probiert ihn unbedingt mal aus, ich kann ihn nur empfehlen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.